Hallo und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Und wir sind nicht erlaubt, dort hineinzugehen. Und Hunde auch nicht. Also sind wir quasi auf demselben Level wie Hunde. Das ist uns egal, denn wir sind von der FBI und wir betreten jetzt dieses Lokal. Scannen. Bam. Scanne die Gesichter. Okay. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Negativ. Graham Jonah. Jonah Graham? Na. Christopher Gray, arbeitslos, Alkohol und Drogen am Steuer. Was ist dein Problem? Nix. Ich guck nur. Derek Myers, Sicherheitsbeamter. Okay, Vorstrafen keine. Willst du einen ausgeben? Was ist mit dem? Edward Dempsey, Administrator. Wer bist du? Nicht weggehen, bitte. Kim Johan, Auslieferungsfahrer, kurzzeit arbeitslos. Oh, häusliche Gewalt, das gefällt uns natürlich gar nicht. Hab ich nie gedacht. Dich kann ich auch analysieren. Jimmy Peterson, Geschäftsinhaber. Na gut. Wer bist denn du hier? Hank LTN. Oh mein Gott, das sieht ganz anders aus, als wie auf dem Foto. Ich habe den richtigen gefunden. Ich möchte noch wissen, wer das hier ist. Achso. Oh doch, doch, kann ich jetzt noch. Samuel McCurry. McCray, Hafenarbeiter. Damentoilette, da gehen wir natürlich nicht drauf. Überprüfen. Uns überprüfen. Sehen wir gut aus? Ja, würde ich mal sagen. Kamera? Hier ist niemand drin, wie es aussieht. Dann gehen wir mal zum Anderson, der sich sehr verändert hat äußerlich. Du brauchst echt eine Freundin, Kumpel. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die 5. Nacht. Was willst du? Positiv. Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Argumentieren, bedrohen, verständnisvoll beharren. Argumente. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Verständnisvoll geht auch. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Die Stimme, die Synchronstimme kennt man aber. Draußen warten, ihm noch einen Drink holen. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Ist das gut, wenn er alkoholisiert ist bei dem Fall? Sagtest du Tötungsdelikt? Vielleicht ja. Oh oh, das war nicht gut. Oder? Apparat ist hier. Dauert nicht lang. Geduldig, entschieden, diplomatisch. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Okay. Ja, wir folgen ihm natürlich. Just Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass das Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Haben Sie was gesagt? Ich bestätige Sie, Sie sagen gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Der gehört zu mir. Also darf ich jetzt doch mit rein? Okay. Welchen Teil vom Rad und Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg. Kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter an. Sein Mieter war ohne Zahlung. Okay, erstmal nur folgen. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Oh, da. Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Oh. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Der Arme. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Ja, aber der Wohnung. Meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ach. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen. Boah. Der Rechtsmediziner wird das. Jetzt leckt doch nicht alles an. Das ist doch alles bäh. 19 Tage schon. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Hm. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Vielleicht hätte da jemanden kennengelernt, der ihn dann ermordet hat. Was ist hier hinter? Das Bad? Irgendwelche Drogen oder so? Zwanghaftes Schreiben. Ah, okay. Ah, oh. Merkwürdig. Religiöse Opfergabe. Okay. Ist hier noch irgendwo etwas im Bad? Vorerst nicht. Dann schauen wir uns mal hier um. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so. Hinweise suchen, okay. Übereinstimmung in Datenbank. Carlos Ortiz. Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzung. Ja. Grund heftiger Aufprall. Spuren von Thirium. Wie ist das denn passiert? Da war jemand. Abweichler nahm ein Messer. Abweichler wurde angegriffen, emotionaler Schock. Und dann hat er ihn wahrscheinlich daraufhin getötet. War er vielleicht am Kochen? Er hat ja den Abweichler... Ja, er hat ihn angegriffen. Dann war das wahrscheinlich irgendwie Notwehr. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Ich sehe nichts. Was ist da? Da ist Licht. Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Da sieht man auch nicht viel. Wird erledigt, Lieutenant. Gossip Weekly. Offiziell, Sex mit anderen Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Okay, das Ergebnis unserer Umfrage macht es offiziell. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. 52% der Männer gaben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. Es wurde diverse Gründe angegeben, aber wir glauben, den wahren Grund zu kennen. Androiden wollen hinterher nicht über ihre Gefühle reden. Dieser Bericht wurde vom Eden Club gesponsert. Diskretion ist unser zweiter Vorname. Spioniert ihr Android sie aus? War das vielleicht wichtig für ihn? Dachte er, der Android würde ihn ausspionieren? Immer mehr Experten weisen darauf hin, dass Cyberlife seine 120 Millionen Androiden nutzen könnte, um Details von Privatgesprächen seiner Kunden aufzuzeichnen und an Handelspartner zu verkaufen. Also so wie heutzutage mit Alexa. Haben Sie je beim Dinner mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin über ein neues Auto gesprochen? Cyberlife könnte diese Information für gezielte Werbung nutzen. Doch hier enden die Möglichkeiten nicht. Von unüberlegten Ansagen bis hin zu politischer Zugehörigkeit kann alles gespeichert werden und für ruchlose Zwecke genutzt werden. Die Fülle an Berichten, die Barons Präsidentschaft mit Cyberlife verbinden, tragen zur allgemeinen Sorge bei. Mehrere Verbraucherschutzorganisationen fordern eine Offenlegung von Cyberlife über die gesammelten Informationen und deren Verkauf. Doch das Unternehmen weigert sich. Forderungen nach einer offiziellen Untersuchung blieben unbeantwortet. Bisher. Okay. Haben wir gelesen? Was ist denn hier passiert? Getrocknetes Blut. Der ist dagegen gekracht anscheinend. Oh, da ist noch was. Der Stuhl. Ey, hallo? So. Okay, also auch Blut. Zeichen eines Kampfes. Hm. So, da die Tür. Bei solchen Spielen habe ich immer so ein bisschen Angst, ob mir die Zeit davonläuft, wenn ich zu lange suche. Da ist ein Berg mitten im Garten. Ah, Fußspuren. Vor weniger als 60 Minuten. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Okay, der Abweichler konnte nicht auf diesem Weg reinkommen. Hier sind noch ein paar Beweise, die wir brauchen. Blut. Das Opfer und Tür suchen. Sind hier noch die letzten Beweise dann? Analysieren. Keine Fingerabdrücke. Androiden beteiligt. Wahrscheinlich sein Android oder so. Dann gehen wir mal langsam zur Leiche. I am alive. Normale Buchstaben. Schriftart Cyberlife Sense. Eine eigene Schriftart haben die sogar. Sehr, sehr cool. Ja, könnte man so nennen. Bäh. Uiuiui, du bist aber hingerichtet. Red Eyes, ja. Die Droge hat er zu sich genommen. Ist natürlich auch schon tot. So gut schaut er nicht mehr aus. Ja. 28 Messerstiche. Diebstahl und schwere Körperverletzung. Rekonstruieren, okay. Opfer stürzte. Opfer wurde erstochen und dann ist er gestürzt. So, ja, die kam aus der Küche. Das haben wir ja schon gesehen. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Mhm. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz ohr. Alles begann. In der Küche? In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mhm. Mit einem Schläger? Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Starr auf den Reden ein, dann der Android warf den Stuhl. Der Android warf den Stuhl. Nein, nee. Das würde ich nicht sagen. Nee, das ist nicht mehr zu schnell. Moment. Der Android starr auf... Ja, natürlich. Der Android starr auf das Opfer klar. Ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Ja. Habe ich eben schon erwähnt. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann... Ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Schläger, mit einem Messer, ohne eine Waffe. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Thirium. Achso, das ist das Blut von den... Thirium. Sie nennen es blaues Blut. Von den Androiden. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Okay. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Klar. Suche nach blauen Blutspuren. Das Blut ist von hier ausgehend. Natürlich in die Küche. Ob der Android noch hier ist und dann durch das Fenster wahrscheinlich, oder? Hm. Was ist hier lang? Links ging es zwar auch lang. Ne, hier hat er sich nur verteidigt. Der ist dann wieder rausgerannt. Durch den Hauseingang. Was ist hier? Was weggeschoben? Leiter wurde benutzt. Dann ist er da oben hin geflüchtet. Was ist hier unten? Hätte ja sein können, ne? Dass er sich noch dahinter befindet. aber der ist nach oben geflüchtet. Spuren führen auf den Dachboden. Ich finde etwas zum Klettern. Womit können wir denn klettern? Hier ist ja nur wieder die Zeitschrift. Natürlich mit dem Stuhl. Hey, was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Der wird dann garantiert noch im Haus sein. Oh. Dann überprüf mal schön. Und öffnen. Da steht der, oder? Ich suche den Dachboden. Da steht doch jemand. Suche nach dem Abweichler. Oder was ist das? Eine Figur vielleicht, die da den Schatten wirft? Ja. Oh nein! Meine Batterie! Meine Batterie! Nein, nicht weitergehen. Sonst, kann ich hier irgendwie auf Pause drücken? Moment. So, Controller wird wieder geladen. Weiter geht's. Nicht erschrecken, wenn jetzt irgendwas kommt. Da war was. Der versteckt sich doch noch hier oben. Aber selbst das ist doch für einen Androiden ungemütlich. Oh. Ganz verstört. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ja. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant. Immerhin musste ich das nicht entscheiden. Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein. Na los! Okay. Trophäe erhalten. Abweichler gefunden. Hätte man ihn noch nicht finden können. Was haben denn die anderen Leute so gemacht? Gescannt, ihm noch einen Drink holen. Haben wohl sehr viele getan. Was wäre hier unten passiert? Das wäre ein anderes Ende geworden. Oh, sehr, sehr spannend. Okay, dann würde ich sagen, wir haben den Abweichler gefunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!